Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zu einem Angezockt-Video. So, was? Kriterien aus Ländern? Ja, hab 8 vor. Same War. Ja, Mortau ist locker schon oder fast ein Jahr alt. Ich hab's schon seit Ewigkeiten auf meiner Liste. Und. Ja. So sehen wir aus. Ich sehe ja hässlich aus. Rüstkammer. Fußsoldat. Kann man das ändern? Ah, hier muss man schon wieder annehmen. Was Geld. Also es ist ein PvP, ja, Hackspiel. Wir nehmen den Räuber. Oder auch nicht. Kann ich den nicht nehmen? Oder muss ich den bezahlen? Also erstmal machen wir mal ganz kurz die Musik leiser. Du meinst nämlich immer zu gut mit der Mucke. Viel besser. Warum muss da jetzt die Grafik drunter leiden, nur weil ich den Ton ändere? Ja, auf jeden Fall gibt es Server quasi, wo man sich mit 64 Leuten quasi auf die Nase haut. Volle Gewalt ist aktiv. Gibt es noch mehr als volle Gewalt? Ich habe eigentlich erhofft, dass es, gehofft, dass es hier noch ein Tutorial gibt. Also man kann, es gibt wohl zwei Modi. Einmal kann man in Koop gegen Wellen von Gegnern kämpfen. Und einmal halt, ja, auf einem großen Server quasi. Ja, 64 Leute, 32 gegen 32. Ah, auf Kämpfen gehen, Matchmaking, Horde. Battle Royale ist wahrscheinlich Battle Royale. Server am besten europäische nehmen. Damit wir einen besseren Ping haben. Training. Schließe das Tutorial ab, um folgende Bonus zu erhalten. 2500. Gut, machen wir mal. Dauert circa 15 Minuten. Sind wir dabei, komm. Ich weiß, Tutorial ist langweilig, aber da das halt ein kampfbasiertes Spiel ist, ja, muss man da wahrscheinlich auch sehr nicht einfach nur so draufhacken wie bei Diablo, denke ich mal. Da muss man schon gucken, dass man, wie man schlägt. Look at what the cat dragged in. You two look absolutely hopeless. Die Grafik rennt danach. Look around. This is the place where I'll teach you how to fight without stabbing yourself in the process. P für Perspektive. Klingt logisch. Alright, that's quite enough sightseeing for now. Eyes on me, you two. This is a real battlefield, but don't be alarmed. Yeah. We're perfectly safe at the moment. Oh. Well, I suppose that moment is past. Where's your sword, recruit? Look eager to swing that thing around, so let's get right down to it. Hit that dummy 3 times. Das kriegen wir hin. Welchen Dummy überhaupt? Ach, da ist der Dummy. Oh, eins. Nice. Und zwei. Another. Und. Enough. Hier gebe ich, aha, mit der Maus gebe ich der Richtung an, die Richtung an. Combo. To do this. Perform a new attack before you are finished with your current attack. Show me a combo hit on that dummy. Drücke linke Maustaste und einen Angriff durch die Drücke linke Maustaste. Okay. Na, irgendwie nicht. Ist irgendwie kein Combo, oder? Um einen nachfolgenden Combo-Angriff in die Warteschlange zu legen. There we go. Ah, okay, schnell drücken. Beware of your stamina while attacking. Missing will drain it. If you run out of stamina, you will not be able to combo, which can put you in a bad spot. Now I will teach you how to defend yourself against attacks. First, show me you can hold a sword in front of you. And you didn't even hit yourself with it. Well done, recruit. Now parry 3 of my attacks to show me that you're not completely worthless. Oh.
Lockt der auch mal? Also ich muss parieren. Ah, ich mach's falsch rum. Ah, das Blocken ist nicht so einfach. Scheiße, wie geht das Locken? Wie, Alter? Wie block ich denn? Again. Nee, so nicht. Er nimmt das Schwert zur falschen Seite. One more. Good. Hm. Geh ich aber bis zur Seite und wieder schon. After a parry, you will perform a riposte. A quick follow-up attack that will catch your opponents by surprise. Timing is crucial. You must perform the attack slightly before or exactly at the time of the block. Parry my attack and perform a riposte. Ja, so nicht. Oh. Ich krieg's mit dem Blocken nicht hin. Entschuldigung. Wieso blockt der nicht? Warte mal, drücke und parieren in dem Moment, wenn er den Angriff des Gegners blockt wird. Sollte linke Maustaste. Hm, Timing ist sehr wichtig. Wenn ich überhaupt mal geblockt kriege. Verstehe nicht, was der von mir will. Irgendwie nicht so. Ich hasse das. Scheiß Timing-Sachen, Pisse. Oh, ey. Ich drücke schon so schnell wie möglich auf links, aber es passiert irgendwie nicht das, was es passieren soll. Ja. Bin irgendwo hängen geblieben. Das ist doof. Excellent riposte. There's one more thing about parry. Wisst ihr, wie ich das jetzt hingekriegt habe? Ich habe einfach beides zeitgleich gedrückt. This can be used to great effect to throw off your opponent's timing. Try to block three of my strikes as I turn in and out of them. Good. Oh. One more. Very good. Make sure you have the stamina to perform a parry. Otherwise, you might end up losing the weapon. Here, Verteidigung ist sehr wichtig. Parry my next attack. Oh, doch nicht. Scheiß, krieg's nicht hin. Like stealing candy from a baby. I'm not your butler. Go and get your weapon back. Now let's see if you can do more than just mindlessly flail around with that weapon. We will start with a simple horizontal strike.
Chop that stick up with 3 horizontal slashes. Achso, den Stock. Ups. Nee. So wird das nix. Good. Achso, ist das gemeint. One more. Das sage ich Ihnen nicht. Nicely done. Let's see how you perform an overhead attack next. Chop that ugly pumpkin in half with a downwards attack. Den Kürbis spalten. Good job. Next we have the stab, which is an attack that allows you for precise hits. Stab that cabbage over there. Ah, ich verstehe. Los! Ich hätte mir doch eine neue Maus kaufen sollen. Hey, linke Maustaste, du Arschloch! Nee, falsche Maustaste. Auch falsche Maustaste. Ach so, ich muss das... Ich muss das... scrollen. Most weapons have an alternate mode of use. The longsword you're using can be held in the Mordhau grip mode, which increases damage against armored foes. Go on and change into the Mordhau grip. Now smack the helmet off that dummy with an attack from the Mordhau grip. Was? Ich kann. Triff den Helm des Dummies mit einer beliebigen. Deinem beliebigen Angriff. Warum sollte ich das tun? Warum soll ich mit einem Griff draufhauen? Ah, um den Helm runterzukriegen? Na, treten kann ich. Rest in peace, Robert. Kicks cannot be blocked by a parry, so they are an excellent way to mix up your offense and get pesky ruffians out of the way. You can defend yourself against kicks by performing a kick yourself. Block 2 of my kicks by kicking right before I hit you. Oops. Ich kann auch. Good block. Another. All right, all right. You've got the hang of it. Sometimes it's a good idea to cancel an attack before it is fully committed. This can trick your opponents into parrying early. You can only cancel an attack before it's fully committed, so don't wait too long. Get around my defense 3 times by tricking me into parrying, and then hit me from real. Mit einer Finte? Linke Maustaste starten. Daraufhin Q, um anzutäuschen. Aha. Well played. Snakey. Well done. Another way to trick your opponent into parrying early is to perform an attack morph. You can only morph from strike to stab or vice versa. To perform a morph, start an attack and then start another attack shortly after. This will morph the original attack into the new one and throw off your opponent's sense of timing. Get around my defense 3 times by tricking me with a morph. Was, du kannst jeglich von einem Schwung oder einem Stich umgekehrt morphen. Drücke linke Maustaste, um einen Schwung auszuführen, darauf das Mausrad um einen Stich. Mhm.
Muss aber schnell sein. Ah, ich verstehe. Das muss auch mal klappen. Ah, Mausrad nach hinten macht er automatisch schon nach oben. Muss ich da weiter wegstehen? Well played. Musste auch schon fast wieder zeitgleich drücken. Snakey. Vergewaltige ganz schön mal eine Maus. That's enough. I'll show you an advanced maneuver called chambering next. Instead of parrying, you can mirror my attacks with your own attack. And if you do this just before the attack hits you, it will act as both as a block and a counterattack. You must master type of attack to successfully chamber. I will perform a left horizontal slash, which you must counter by performing a right horizontal slash just before I hit you. Get ready! Ich hab nicht aufgepasst, was hat er gesagt? Führe rechten Schwung. Achte auf das Timing. Was will er? Outstanding. Now we'll do the same, but with a stab. Stabs are easier to chamber than strikes. All you need to do is perform a stab just before you get in. No need to mirror the attack. Get ready. Oh. You're getting good at this. Now apply all that you have learned and land 5 strikes on me. But this time I won't hold back. Oh. Jetzt macht er mich fertig hier. Ah, deine Mama. Hey, Scheiße. Gibt's doch nicht. Geh krepieren. Endlich. Das war nur ein Glücksschlag. Again. Oh. Nice. Arschloch. One more. Top notch work, you know how to fight. Follow me. It's time to play with some new toys. Mann, sind wir schlecht. Ah, Bogenschießen, das sollte ich hinkriegen. We're going to shoot some arrows. Pick up that bow. That's the first pickup line that worked for me in a long time. All right, now hit the closest target 3 times. So, drücke und halte die Maus. Zieh mal ein bisschen rüber. Oh, da schießt er richtig straight. Da passt er richtig. Inner circle. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, muss ich ein bisschen... Bullseye. Inner circle. Hm, das ist jetzt nicht einfach. You're not blind after all. I want some real shots now. Hit that medium range target 3 times. Dann gehen wir jetzt da ein bisschen rüber. Outer circle. Inner circle.
Okay, wir müssen nur ganz leicht rüber. Outer Circle! You're probably just lucky. Want to prove me wrong? Three hits on the far target. Oh, da zitter ich all. Oh. Zitter all. Far outer circle. Okay, da kam noch an. Guck hoch. Inner circle. Far outer circle. Okay, okay, I admit, you're a natural. However, what separates a true marksman from a talented amateur is the Hans test. Are you ready for the Hans test? Was ist denn ein Hans test? Hans! Der Hans test gefällt mir. Ah, der ist ja flink, der Hans. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Der Hans ist ja schnell. Nicht mal mit Glück treffe ich. Splendid shot. Don't worry. Hans will be just fine. He's at worst. Follow me. I have a surprise for you. Warte. Hopefully you're not afraid of horses. Pick up that lance. Jawohl. Lance is useless on foot, but ich mag Lanzen. On horseback. Now hop onto the horse. Ich versuche aufs Pferd zu springen. Oh, es wird schwer. Lance was kind enough to replace the archery targets with some dummies for us. Hit each of those targets with a couch lance charge. Was ist das für ein Scheiß? Was soll ich denn mit F? Drücke F, während du schnell reitest, um den... Das war eine Lanze. Och ne, hab ich echt verloren, ne? Das ist ja ätzend. Komm gleich wieder. Wie sollst du... Dieses mit F ist echt nervig. Bin ich nicht schnell genug, verdammte Kacke. Ey, du scheiß Pferd. Mache nicht ja noch Plätze. So, irgendwie macht er gerade gar nichts, wenn ich da drücke. So. Ich glaube zu verstehen. Mit F schlägst du nicht zu, du machst es quasi bereit. Ne? Nein! Oh, nimmst du die Lanze wieder hoch, du Vogel? Also ich reite sie alle um, aber... Hey, irgendwie haben wir einen erwischt. Ist das nicht cool? Ah, der war knapp. Der war knapp. Oh, da hätten wir früher drücken sollen. Der war wieder ein bisschen tuck. Zu
zu früh gedrückt. Kriegen wir noch hier die Schweine. So, und ich hoffe, das war's dann auch im Tutorial. Oh, Spitzen tun dem Pferd immer weh. Hans would be proud. Hans wäre stolz, das freut mich. Oh, scheiß Lanze. Follow me. It's time I teach you some siege engineering. Wie Engineering. Wir können hier noch bauen. Folge dem Ausbilder, das tun wir. Big wooden doors in your way. No problem. Pick up that axe. Oh, Axe nehmen. Cool. Take down those doors. Aha. Cool. Dann machen Belagerungen ja richtig Spaß, wenn man richtig noch zuhacken kann. Holzhacken macht immer Spaß. Zerhackt das böse Holz. What's the matter with you two? Does this look like the place to apply for the lumberjack skill? That's my hard work you're chopping down. Take that hammer and build it all back up to how it was. I do what he says. He seems angry. This is angry, yeah. Okay, und jetzt links. Ah, repariert mal. Ganz easy peasy. Oh, the other one too. Ja, da muss echt einer bei Belagern immer ein bisschen reparieren und der andere kann dann zacken. About time. The shit I'll have to deal with. Unbelievable. We better leave now. Come. You can also just open the door, of course. Behold. Okay, okay, I know she ain't much. And she definitely can't launch 90 kilograms of projectiles over 300 meters. But be nice to her, okay? She's a good girl. Ja. Ziele auf die Hinterseite. Those yellow flags look suspicious. Take out that closest yellow flag with a well-aimed shot. Also erstmal können wir es leicht bedienen. Feuer! Haben wir irgendwas getroffen? Feuer! Ich habe mit Glück irgendwas getroffen. Ja, und... Ach, ich soll die gelbe Fahne treffen. Aha. Das ist ja ein Gag. Einmal lesen, Heinrich. Once you're in position, take out the middle one. What a spectacle. That one far out there. Can you hit it? So. Reicht das schon für die 78 Meter? Nee, war zu kurz, ne? Feuer! Ich sehe die nicht. Tasten uns so langsam ran.
Hä? Oh, der war viel zu kurz. Jetzt aber. Das kann doch nicht sein. Ich komme ja gleich hinterher, du. Tritt gleich die Fahne um. Great. Oh no. They took down the enemy siege tower. We were supposed to be in a ceasefire. They are going to retaliate. Get back into the camp, soldier, and report for duty. Juhu, wir sind durch. Ja, so viel Gold, so schnell eingenommen. Mann, oh Mann, brauche ich ja gar nicht mehr arbeiten. 2500 Goldstücke, ich bin reich. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal gleich online, ne? Oder Horde. Nee, komm. Einfach irgendwem auf die Nase kloppen. Gucken, ob wir 5 Minuten überleben oder so. Kämpfe in einem hektischen 64 Spieler, bla. Verteidiger, Angreifer. Oh, komm, immer Angreifer. Beschützer, Jägersmann. Ach komm, wir nehmen mal Jägersmann. Wir waren mit denen am besten bisher. Drücke linke Maustaste, um spawne als Jäger. Du, 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 du. Wir sind Angreifer, ne? Spawn, Baby. Ich bin fucking Legolas. Keiner ist so Legolas wie ich. Ups. Ich glaube, ich habe Kumpel getroffen. Ah, Teamschaden, Krebs. Verdammt. Attacke. Oh, ich habe irgendwas geschadet. Oh. Ich bin so schlecht. Das ist aber nicht schlimm. So. Dann spawnen wir nochmal. Rechts kommt Kavallerie. Vielleicht sollte man in Deckung gehen. Headshot. Geht doch nicht ganz. Aua, aua, nicht hauen. Warum treffe ich jetzt auf einmal nichts mehr? Hm. Alter, der andere Typ ist ein echter Bogenschütze. Das ist Dominik, du kleine Sacknaht. Der fetzt mich einfach weg, der Dominik. Schon zweimal. Wo ist Dominik? Alter Dominik! Jetzt hör auf! Du alter Dominik, ey! Wo steckt Dominik? Ich mag den Dominik nicht. So. Jetzt gehen wir mal hier ganz woanders hin. Können wir in diesen Turm rein? Nein. Können wir sowas nehmen? Mobil sein? Nein. Oh, sind wir da aus dem Kampf? Das wollen wir nicht. Ich will nicht nochmal von Dominik gekillt werden. Ich laufe den mal hinterher. Der weiß, wo es lang geht. Der ist gut. Oder auch nicht. Jetzt sind wir mal hinterlistig wie Dominik. Dominik die Sacknaht. So. Oh! Oh! Hackmesser! Danke!
Flankieren wir! Hey, ich tue dir den Füßen weh. Oh, von hinten. Scheiße. Aber wir haben einen gekillt. Wir haben als Legolas endlich einen gekillt. So, können wir auch jetzt was anderes spawnen? Nee, ne? Scheiße. Aber jetzt langsam so Lust hier von Legolas verloren. Macht auf jeden Fall Spaß. Ups. Da rechts ist einer. Versucht den nur mal irgendwie ranzupirschen. Kann man? Geht auch. Oh, 34 Schaden. 27. Fuck. The Horse hat mich einfach gekillt. Ich dachte, vielleicht kann ich nochmal schießen und dann nochmal auf mein Hackemesser umgehen, aber das ging nicht. Aber man kämpft sich halt so eine Frontlinie lang. Wie das halt so bei großen Schlachten halt ist. Ich versuche die linke Seite ein bisschen zu unterstützen. Schade, treffe ich nicht. Hm? Kavallerie? Bewegen sich so schnell, die Schweine. Oh, scheiße, sorry, sorry, sorry. Wir gehen weiter links. Ich bin gerade so ein bisschen selber... muss hier gerade selbst aufpassen und so. Vor allem gerade schießen und labern passt irgendwie gerade nicht. Ups! Ah, ich schieße so viel auf meine eigenen Leute. Aber auch nur, weil ich versuche, hinterlistig da alles zu töten und zu meucheln. Er haut sie ja alle um. Ah, es ist nicht leicht. Irgendwas getroffen. Ich bin jetzt... Da treffe ich gar nichts.
Ah, da habe ich einen Bogenschützen gesehen. Er mich auch. Hackmesser. Ich zerhack dich, du Sackgesicht. So, Legolas kann mich auch hacken. Was ist das denn? Hey, das waren die Nüsse. Was ist denn jetzt los? Nein! Ah, ich habe in den Chat geschrieben. Und schon wieder Dominik. Dieser Dominik. Wenn es jemanden gibt, den ich hasse, ist es Dominik. Ich hasse dich. Man merkt auch voll, ich bin voll neu. Ich glaube, ich mache mehr Schaden an meinen eigenen Leuten als an den Gegner. Aber es fühlt sich gut an. Also es ist richtiges Schlachtgemenge hier. Man muss sich hier zu Verteidigungslinien durchbrechen. Gefällt mir richtig gut. Haha, Dominik! Oh nein! Da war Hanzo Haar schneller. Das mit dem Waffenwechseln funktioniert noch nicht so gut. Und ich würde jetzt gerne langsam einen anderen Charakter nehmen. Geht das irgendwie noch? Nachträglich? Nee, ne? Dann müssen wir als Legolas weiterkämpfen. Ja! Ups, aua! Sackgnat. Helfen wir mal den Kumpel da. Okay, ich helfe nicht mehr. Der braucht keine Hilfe. Oh, die können Steine schmeißen? Kenn ich nicht. Ah, doch, auf Escape. Räuber, nehmen wir mal einen Räuber. Spüren wir mal so ein bisschen alles durch. Was hat denn er noch? Wurfaxt. Wurfaxt. Zwei Wurfäxte haben wir. Ist doch schon mal gut. Ah, wir müssen mehr nach links. Vielleicht die Leute da unterstützen. Ah, okay. Oder auch nicht. Na, ja, Breitaxt oder so mit der Zweihandaxt ist vielleicht doch nicht so die beste Anfängerwaffe. Könnte vielleicht so ein Conan-Ersatz sein. Wenn wir mal Conan als Nahkampf... mittlerweile unsere Leute kämpfen ja besser als wir selbst. Und ist das ein guter? Ist voller Blut. Er kann es gerade nicht erkennen. Du kannst hier wenigstens ein bisschen hacken. Schlachten. Aua! Ups, Abbruch. Oh. Medikit? Ja.
Da haben wir ein bisschen was geschlagen. Hatte ich ja gerade zwei auf einmal getötet. Dann habe ich da jemanden geköpft. Ich weiß es nicht, aber es sah gut aus. Ich wollte nochmal die Wurfäxte eigentlich testen. Wenn wir die schon haben, müssen wir die auch mal damit zuhauen. Aua! Kann ich den Pfeil rausziehen? Zu lange gezögert. Ach, scheiß auf die Wurfaxt. Wir spielen jetzt mal hier irgendwas mit, ach komm, nimm mal Beschützer. Wir spielen mal Beschützer hier, so ein Kreuzritter. Oh, Sieg, wir haben gewonnen. Okay. So. Ich wollte einmal gucken, wie gut ich war. Aufsteigen können wir auch noch irgendwie ein bisschen. Das ist super. Ach komm, wir machen noch einmal irgendwie... Nee. Ich will euch nochmal... Wir gehen mal zurück. Komm ich hier nicht mehr zurück? Das Spiel verlassen will ich nicht. Kämpfen? Oh, schön geriffelt. Ich wollte eigentlich ganz kurz mal den Horde-Modus nochmal sehen. Ja, kurze Ladezeiten. So, Horde-Modus. Achso, müssen wir hier ausschalten, das machen. Dann suchen geht nicht, weil... Überlebe gegen immer stärker werdende Horden von KI-Gegnern und kaufe Ausrüstungsteile, die auf dem gesamten Map verstreut sind. Kann ich aber nicht suchen, warum? Was für Detsch... Ich mach mal einfach ein lokales. Kämpfen wir alleine gegen hunderte von Gegnern. Ach so ist das. Hier liegen überall Waffen und wir können jetzt nehmen, was wir können, kriegen und dann damit Leute. Hacke nehmen wir schon mal nicht. Bandage bringt uns aber auch nichts. Ach super. Kein Geld mehr? Sie verarschen? Ah, oh, jetzt habe ich eine Bandage, aber keine Waffe? Das ist ja ulkig. Mache ich jetzt die Gegner platt? Welle 1, 4 Gegner. Ja, ich habe nichts. Nur so als Info. Vielleicht sollte man das noch schon mal spielen, wenn man Punkte hat. Oder als Anfang mal die Hacke nehmen. Hallo, ey! Fäuste 6, ich prügel euch nieder. Aua! Gut, das war... erfolgreich. Das Spielprinzip habt ihr verstanden, ja? Map ändert sich in 21 Sekunden. Ich glaube, es ist nicht für Singleplayer. Ey, 0 XP-Punkte. Doch so viel.
Das ist ja Hardcore. Komm, einmal spielen wir noch. Jetzt andere Modi? Das ist natürlich jetzt echt sinnfrei. Also Horde war auf jeden Fall lustig. Das ist im Battle Royale. Gucken wir da nochmal ganz kurz rein. Also Horde habt ihr verstanden. Ihr kämpft alleine gegen vier Gegner mit euren Fäusten. Naja, man hätte wahrscheinlich die getötet und dann nach und nach, nun los. Ach, jetzt pass auf, jetzt kommt genau dieser Modi nochmal, aber auf was für Spieler soll ich jetzt hier warten, gottverdammte Kacke. Hä? Wo sind die, wenn sie zu einem Server joinen? Achso, ist das jetzt Battle Royale und wir... Dann können wir ein bisschen mit den Fäusten üben. Ah. Blocken, hauen. Sind wir schon mal vier Leute. Der kann lachen. Die Säge des Grauens. Renn nicht drauf zu! Renn nicht drauf zu! Match startet in... Ich lauf weg! Der sieht mich schon. Ich will doch aus dem Hinterhalt angreifen. Und wie komme ich an Waffen? Wie kann ich denn so brüllen? Bazinga! Kann man denn hier rufen? So, ja, 10 Überlebende. Ist ja bei PUBG ein bisschen mehr gewesen. Komme ich an Waffen? So zum Beispiel. Schade. Ich hasse Spiele, wo oben keine Bogen sind oder Scharfschützengewehre, wenn man auf so einen Turm klettert. Also wir kämpfen, müssen 9 Leute killen und dann sind wir hier die Kings der Kings. Da hinten läuft einer. Was ist noch eine Truhe? 2, 3 Truhen. Wir sind nicht alleine. Das ist Feuerbombe. Feuerbombe klingt gut. Bandage. Und wir sind voll. Einen hat es schon zerlegt. Hier ist auch noch einer. Der andere. Ich glaube gerade links. Ah, feige Schweine. Ich bin weg. Das waren die Bandage. 3, 5. Noch eine Feuerbombe.
Ich kann den Schlitten nichts mit was anderem zeitgleich drücken. Das ist ja irgendwie doof. Hat er mich zersägt. Okay. Das war hier der... Modi war auch nicht schlecht. Haben wir sogar Geld verdient. Ist ja nett. Ja, das ist Mordhau. Ich glaube, das Video geht jetzt noch lang genug. Ja, also das ist genau das Richtige für zwischendurch mal kämpfen. Könnte sogar noch mehr Spaß machen, wenn man zusammen vielleicht im Team gegen eine Horde kämpft oder gegen andere Leute. Macht auf jeden Fall Spaß, ist aber nicht so leicht. Aber wenn es halt leicht wäre, wäre es ja auch nicht mehr so interessant. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und lasst mir gerne ein Like oder einen Kommentar da. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.